Ihr Lieben, hi. Heute möchte ich mal wieder aus Seine allererste Liebe lesen, weil ich finde, es ist ein schönes Buch geworden. Im kleinen Verlag erschienen, überall zu kaufen, wo es halt Bücher gibt. Ja, deshalb will ich nochmal darauf aufmerksam machen. Vielleicht gefällt es in einem oder anderen Jahr. Und da es leider ein bisschen klein gedruckt ist, muss ich meinem Alter Tribut zollen und eine Brille aufsetzen. Und auch jetzt, da er wieder versucht, in ihre leeren Augen zu schauen, in der Hoffnung, dass sich irgendetwas darin regte, konnte er nicht sagen, dass er falsch geantwortet hatte. Es war die Wahrheit gewesen. Die Wahrheit mit einem Fadenbeigeschmack. Und so hatte Inge dann nur ein O hervorgebracht. Eigentlich hätte sie ihre Hände aus der Seinen lösen sollen. Das hatte sie nicht getan. Hätte sie zurücknehmen müssen, um sich dann mit einer verstohlenen Geste in die Hosen- oder Jackentasche verschwinden zu lassen. Inge aber hatte seine Hand noch immer gehalten, einen Blick darauf geworfen und ihm dann, als wieder aufschaut, ein Lächeln geschenkt, wie er es noch nie zuvor von ihr gesehen hatte. Ein Lächeln, das ihm noch heute, so viele Jahre später, bildhaft in Erinnerung geblieben war. Was es war, konnte er bis heute nicht sagen. Nur, dass es ihn faszinierte und ihn manchmal schwere Stunden, die er noch durchzustehen hatte, dazu brachte, wieder fröhlicher in die Zukunft zu blicken. Auch wenn sie einen Hauch Melancholie in ihrem Mundwinkel verloren hatte und sie ihre weißen, wirkenden Zähne schimmerte etwas auf ihren Lippen, das als vertane Chance zu erklären versuchte. Eine Chance, die gekommen und wieder gegangen war. So wie damals, als sie ihn mit Ulrich betrog. Sie hätte nur mit ihm reden brauchen, ihm sagen, was sie dachte und fühlte. Dann wäre die ganze Situation nicht so eskaliert und sie hätte sich nicht aus den Augen verloren. Es war jedoch ein Spiegelbild seiner selbst. Denn da war es ja ebenso gewesen, dass sich auf seinen Erfolg ausruhte. Ein Erfolg, den er deswegen errungen hatte, weil er als Grundschüler derjenige gewesen war, der immer hatte sein wollen. Wild, ungestüm, voller Leidenschaft, um für die Dinge einzustehen, die ihm am Herzen lagen. Sie beide aber hatten sich aneinander vorbeigemogelt, waren umeinander rumgeschlichen, ständig in der Hoffnung gefangen, der andere möge den ersten Schritt machen und endlich das sagen, was man hören wollte. Wenn es nur so leicht gewesen wäre. Damals, als sie noch in der Schule ging, hätten sie es sicher gekonnt. Jetzt aber, da so viele Jahre ins Land gezogen waren, konnten sie nicht einfach hinstellen und sagen, alles soll so sein wie früher. Das ging nicht, das war unmöglich. Und das hatte seine Aussage ebenfalls beinhaltet. So schwer es ihm fiel, es sich einzugestehen, er war glücklich ohne Inge.